Hi, wunderhübsche Freundinnen. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Christian Grey. Oh nein. Wir haben diesen Buchclub gegründet, weil wir unseren Geist stimulieren wollten. Tja, ich glaube, dieses Buch stimuliert noch viel mehr. Oh, wow. Oh, was ist das? Das gehört mir nicht. Ich habe das noch nie gesehen, ehrlich. Das ist eklig. Hat man dir je den Hintern versohlt? Was? Dieses Buch macht mich völlig irre. Gibst du mir die Kabelbinde? Willst du mich etwa damit fesseln? Was? Gar nichts, ich dachte nur. Wenn Frauen in unserem Alter noch Sex haben sollten, würde Gott dann unsere Körper so verfallen lassen? Bei mir sitzt alles. Das ist aber nicht Gottes Verdienst, sondern Dr. Nazarians. Ich finde, du brauchst auch mal wieder ein Date. Richterin Myers? Ja? Bringen Sie Ihr Liebesleben auf Hochtouren, bitte. Brauchen Sie sonst noch etwas, euer Ehren? Der Mann Ihrer Träume ist nur einen Klick entfernt. Nein, ich brauche nichts. Vielen Dank. Schön. Slim? Arthur Riley. Irre, das ist 40 Jahre her. Seit wann isst du denn Eis? Na toll, jetzt habe ich Hirnfrost. Anfänger, gib das mal dem Profi. Oh mein Gott. Beim ersten Date zieht man sich immer sexy an. Lieber bequem. Es ist etwas zu bequem. Na klar. Hallo, Nazi. Ich liebe Männer, die Blumen mitbringen. Danke. Jeder erinnert sich an seinen ersten Kuss. Ich erzähle Ihnen von meinem besten Kuss. Ich glaube nicht, dass Sie den schon hatten. Nein. Unglaublich, dass ich nochmal in diesem Diner sitze. Ist das noch so gut wie in deiner Erinnerung? Ich glaube, viel besser. Mom, du musst dich nun mal der Realität stellen. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ein Feuer in mir entfacht hat, das längst erloschen schien. Sie flirten viel besser, als Sie denken. Wer weiß, möglicherweise geht's in die Binsen. Aber so ist das Leben. Und mein Leben ist noch längst nicht vorbei. Unfassbar, du hast Viagra in mein Bier getan. Sir, bitte steigen Sie sofort aus dem Wagen. Ich glaube, das ist echt keine gute Idee, Officer. Okay, ich wünsche noch viel Vergnügen. Ihnen auch. Danke sehr.